wir stehen jetzt hier am Christbaum bei den Johannitern. Der Johanniterorden, ein evangelischer Orden, ist ja der Ursprung für das, was hier passiert, die Johanniter Unfallhilfe. Und ich finde, das passt sehr gut zu Weihnachten. Dieser Christbaum passt genau hierher. Denn wenn man sich das mal klar macht, Jesus hat ja auch Menschen geheilt. Und die Menschen, die hier arbeiten, die retten Menschenleben. Die bringen Menschen ins Krankenhaus, wo sie dann hoffentlich geheilt werden können. Insofern, ich finde es ein guter Ort, dass wir hier an Weihnachten sind. Das finde ich auch. Und ich finde, Orden haben sich sehr im Diakonischen engagiert, katholische und evangelische. Also Orden kann man in dieser Traditionslinie gar nicht genug würdigen. Was aber auch toll ist, dass sich so viele Ehrenamtliche engagieren. Sowohl in der Notfallseelsorge, im kirchlich-diakonischen Dienst, in der Katastrophenhilfe und so weiter. Das beeindruckt mich sehr. Also gerade mit Blick auf die vergangenen 2 Jahre, die ja wirklich hart gewesen ist, gerade für Helfende, beeindruckt mich das ganz, ganz sehr. Ja, die haben hier in der Region, in der ganzen Region, 1300 Ehrenamtliche, die hier mithelfen. Und in der ganzen evangelischen Kirche in Bayern sind es 150.000. Ist schon sehr eindrucksvoll, wie die Menschen sich engagieren im Namen Jesu, im Namen der Liebe Jesu Christi. Hallo, Herr Kramer. Herr Kramer. Hallo. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben, dass Sie uns hier bei den Johannitern einfach mit ein paar Fragen Rede und Antwort stehen. Danke. Ja. Und danke auch für Ihren Dienst, Herr Kramer. Und die erste Frage ist natürlich, nach den 2 Jahren, die gewesen sind, haben alle Lust auf Entspannung und Erholung zur Weihnachtszeit? Das wird bei Ihnen vermutlich nicht so sein, oder? Wie ist denn das Heiligabend bei Ihnen im Rettungsdienst? Ja, Heiligabend ist natürlich immer ein besonderer Dienst in vielerlei Hinsicht, weil alle Dinge, die passieren, natürlich nochmal eine ganz andere Tragik haben, wenn sie an Weihnachten passieren. Und angesichts der momentanen Lage ist natürlich schon nochmal eine ordentliche Portion Druck da bei den Mitarbeitenden. Wie geht es den Mitarbeitenden? Die haben ja beides. Die haben auf der einen Seite, können sie nicht bei ihren Familien sein, und auf der anderen Seite erleben sie vielleicht auch gerade an Weihnachten wirklich harte Sachen auch. In diesen Corona-Zeiten sowieso, wo die Nerven sowieso blank liegen. Also was erleben Sie jetzt bei den Mitarbeitenden? Wie geht es denen damit? Wir erleben bei den Mitarbeitenden, dass sie diese ganzen gesellschaftlichen Konflikte, die wir auch so im Alltag jetzt mitbekommen, die lagern sich auf die Straße auch aus, auf das Einsatzgeschehen. Und es muss viel diskutiert werden. Die Belastung der Krankenhäuser schlägt sich bis zu den Notaufnahmen wieder. Also es ist schwierig, da ein bisschen zur Ruhe zu kommen und auch mal wieder runterzufahren, weil einfach die Taktung sehr, sehr hoch ist, und das jetzt schon über einen sehr langen Zeitraum. Einfach von Herzen Dank für diese Arbeit, und ich finde, das hat ganz viel mit Weihnachten zu tun, was Sie hier tun. Ja, dann zeige ich Ihnen den Rettungswagen mal gerne von innen. Super. Dankeschön. Oh ja, der ist ja groß. Oh ja, oh ja, oh ja, und dieser Ort ist wirklich Weihnachten, ne? Also ich finde auch, da gehört eigentlich eine Krippe rein. Das finde ich auch. Es ist auch eine Herberge, ein Schutzraum für Menschen in Not, ebenso die Krippe. Also stellen wir einfach mal die Krippe mit hinein. Dann stellen wir noch Josef dazu. Und noch ein Bäumchen. Ja, und ich habe hier auch noch was. Ich habe einen Hirten. Für mich gehört auch der Hirte hier ganz besonders rein, denn wenn man sich noch mal vorstellt, was damals passiert ist, die Hirten waren auf dem Feld, die haben nicht geschlafen, die haben sozusagen Dienst gehabt. Und die waren für andere da, während andere sich wohlgefühlt haben, haben die in der harten Nacht da gewacht. Irgendwie, muss ich sagen, denke ich an Sie, an all die Menschen, die jetzt im Einsatz sind, wenn ich diesen Hirten hier reinstelle. Und das Tolle an dem Hirten ist natürlich auch, die haben zuerst den Retter gesehen und haben dann aus diesem Erleben heraus gelebt. Und Sie haben ja auch eine große intrinsische Motivation, weil Sie retten und helfen wollen, ganz großartig. Insofern passt es. Und Sie haben auch durch das, was Sie sind und durch das, was Sie tun, tragen Sie auch eine wundervolle Botschaft weiter. Vielleicht sogar die Botschaft des Engels, ne? Frieden auf Erden, den Menschen ein Wohlgefallen als Helfer in der Not und weit darüber hinaus. Jetzt sieht man es auch. Es ist ein echter Weihnachtsort hier. Herr Kramer, von Herzen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Alles Gute Ihnen für Ihren Einsatz, für Ihren Dienst. Danke, Wiedersehen. Tschüss. Und nun wünschen wir euch ein gesegnetes und ein friedliches Weihnachtsfest. Feiert den Retter, der da kommt. Lasst euch beschenken von seinem guten Segen. Ich wünsche euch viel Segen an diesem Weihnachtsfest und dass ihr ihn auch spüren könnt. Also, frohe
und gesegnete Weihnachten.